Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe meine Gesichtspflege hauptsächlich ein bisschen geändert, bin da auf andere Produkte umgestiegen und auch in anderen Bereichen habe ich ein paar neue Produkte, die ich euch gerne zeigen möchte, weil ich sie euch empfehlen möchte. Also ich habe sie schon getestet, habe sie für gut empfunden und deswegen möchte ich euch die gerne zeigen. Es ist quasi meine Pflegeroutine jetzt im Moment mit der doch sehr beanspruchten Haut durch die Hormone in der Schwangerschaft. Und Beauty Mom 88 lädt heute auch ihre Pflegeprodukte hoch. Ihren Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox. Schaut bitte mal bei ihr vorbei und seht euch ihr Video zu ihren Pflegeprodukten an. Und wir starten am besten mit dem Gesicht. Bei meiner Gesichtspflege bin ich komplett auf die Marke Luvos umgestiegen. Die kennt man eigentlich, die meisten kennen die von diesen Masken, die man, ja, bei DM kriegt man die auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob man sie auch bei Rossmann bekommt, aber bei DM bekommt man sie auf jeden Fall. Und daher kennen die meisten Luvos eigentlich. Das ist Naturkosmetik mit Heilerde. Und ich kannte sie halt auch erst durch diese Masken. Es gibt die Masken sowohl so getrennt wie hier. Aber es gibt die auch, wo das halt nicht so voneinander abgetrennt ist. Die hatte ich, glaube ich, von DM. Die reicht aber auch für zwei Anwendungen. Und die sind richtig, richtig gut. Das sind die besten Masken, die ich jemals wirklich benutzt habe. Egal von welcher anderen Marke. Das ist jetzt die Feuchtigkeitsmaske mit Mandelöl. Und die sind wirklich richtig gut. Also die waschen sich auch gut ab. Manche Masken, die sind ja dann so hart, dass es wirklich schwierig wird, dann alles von der Haut zu bekommen. Die lassen sich wirklich richtig gut abwaschen und man merkt dann schon nach der Anwendung das schöne Hautgefühl und auch noch den Tag danach. Also die kann ich sehr empfehlen. Und aufgrund dieser Masken bin ich dann auf andere Produkte von Luvos noch gestoßen. Und da haben wir zum einen die Waschcreme. Das ist diese hier. Da sind jetzt 100 Milliliter drin und die ist mit Trauben-Silberkerze. Reinigt mild und porentief, ohne die Haut auszutrocknen, für jeden Hauttyp. Ist natürlich auch wieder mit Heilerde. Also das ist natürlich so das Erkennungsmerkmal von Luvos, einfach diese Heilerde, die natürlich sehr, sehr gut ist für die Haut. Und da habe ich jetzt diese Waschcreme, die man morgens und abends benutzen kann. Ich benutze sowas ja nur abends, weil ich meine Haut auch nicht zu viel Pflege geben möchte. Das ist dann auch wieder nicht so gut, weil man ja den natürlichen Schutzmantel der Haut nicht beschädigen möchte. Und da benutze ich das dann abends. Und außerdem noch fürs Gesicht von Luvos dieses aufbauende Gesichtsfluid mit Aprikosenkernöl, das übrigens sehr, sehr schön von der Verpackung her aussieht, finde ich. Und das kann man auch morgens und abends benutzen. Das benutze ich dann wiederum morgens. Also ich benutze quasi das Gesichtsfluid morgens. Und die Waschcreme abends, selten beides zusammen. Also da muss ich schon aus irgendwelchen Gründen sehr trockene Haut haben, dass ich das Gesichtsfluid abends nochmal benutze. Und bei dem Gesichtsfluid habe ich extra die Verpackung für euch aufgehoben, damit ich euch noch ein bisschen was dazu vorlesen kann. Ideal als Basispflege, geeignet als Make-up-Grundlage und empfohlen nach jeder Luvos-Gesichtsmaske. Das mache ich übrigens auch, also wenn ich eine Maske drauf getan habe, dann benutze ich auch immer noch meine Creme, einfach weil sonst die Haut bei mir sehr, sehr trocken wird und fördert die Selbstregeneration der Haut, verbindet Feuchtigkeitsbalance und schützende Pflege. So, das war's fürs Gesicht von Luvos. Und dann habe ich noch den Körperbalsam. Das ist nur so ein kleines Tübchen. Da sind 30 Milliliter drin. Der ist mit Kamelinaöl für trockene und anspruchsvolle Haut. Also ich habe ja eine sehr, 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 sehr sensible Haut. Also selbst Bodylotions, die Naturkosmetik sind, können bei mir zu Juckreiz führen. Und ja, also auch da gibt es Stoffe drin, die ich dann manchmal nicht vertrage. Normale Bodylotions kann ich total komplett vergessen. Also so von Balea oder von Nivea, sowas brauche ich gar nicht erst benutzen, weil da wird meine Haut schuppig, trocken, die juckt, die spannt, ist ganz, ganz schlimm. Und diese Intensivpflege, die benutze ich wirklich nur, wenn es richtig schlimm bei mir ist oder wenn ich ein neues Produkt ausprobiert habe und festgestellt habe, dass es halt nichts für mich ist, dass ich davon
juckende, irritierte Haut bekomme. Und im Moment habe ich so, dass ich hier so in dem Bereich trockene Haut habe. Und da gebe ich das dann gezielt auf diese Stellen. Also mit der gebe ich wirklich sehr sparsam um. Und dann habe ich noch den Handbalsam. Handcremes kann man nie genug haben. Also ich habe im Schlafzimmer eine Handcreme stehen, im Badezimmer, in der Küche und in der Handtasche. Und die ist auch mit diesem Kamelinaöl für trockene und beanspruchte Hände. Intensivpflege. Ist natürlich vor allen Dingen im Winter auch immer sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen nach dem Abwasch. Also ich habe zwar einen Geschirrspüler, trotzdem muss man ja immer mal wieder was abwaschen. Und da brauche ich das schon dann regelmäßig. Genau, das waren die Produkte von Luvos. Also die kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Ich hatte auch auf Instagram schon mal gepostet, welche Produkte ich von Luvos benutze. Und daraufhin hat sich dann eine Freundin von mir die Maske geholt und war so begeistert, dass sie sich nochmal geholt hat. Und was ich benutze, wenn dann doch die Pickel durchkommen. Also durch die Produkte habe ich das schon sehr, sehr, sehr eingedämmt. Aber ab und zu kommt hier am Kinn dann doch nochmal ein Pickel durch. Und da benutze ich zurzeit von Lexagirl diesen Tea Tree Pickelroller. Also Tea Tree Teebaumöl. So, diesen Teebaumöl-Pickelroller. Also wirklich ist auch so ein Roller. Und der macht sich ganz gut. Also der trocknet die Pickel quasi aus. Es dauert ein paar Tage und dann verschwinden die wieder, weil man soll ja auch Pickel nicht ausdrücken. Und für gewöhnlich mache ich das auch nicht. Und der trocknet das halt schön aus und ist halt auch Naturkosmetik. Also es ist nicht irgendwie, dass man da mit sehr, sehr chemischen Sachen rangeht. Dann eine Sache habe ich noch fürs Gesicht. Und zwar bin ich ja überhaupt kein Fan von Foundations, Make-up. Überhaupt gar nicht. Das hat mehrere Gründe. Zum einen habe ich noch nicht die richtige für mich gefunden. Irgendwann habe ich es halt einfach aufgegeben. Das hat sich dann immer so maskenartig angefühlt. Manche haben dann gebröckelt. Andere haben wieder extrem halt gejuckt und meine Haut ausgetrocknet. Dann war es schwierig für mich, auch meinen Ton zu treffen, weil ich doch sehr hell bin. Und deswegen, wie gesagt, bin ich überhaupt kein Fan von Foundations. Manchmal hatte ich dann eine Foundation da. Wenn ich wusste, es ist ein besonderer Anlass und das Make-up muss lange halten, habe ich die dann benutzt. Aber irgendwann bin ich auch davon abgekommen und benutze wirklich nur noch Puder. Und jetzt habe ich mal ausprobiert, so eine getönte Tagespflege. Das ist so quasi das Mittelding, mit dem ich noch so leben könnte. Und zwar ist das von der Marke Vila T. Natural Vila T getönte Tagescreme. Zarte Tönung, leicht bis mittel und ausgleichende Pflege mit wertvollem Avocadoöl und Weizenkeimöl. Also hier ist halt das Schöne, dass man sowohl die Pflege hat, als auch so eine ganz, ganz leichte Tönung. Die ist mit so einem Spachtel gekommen, was ich auch immer sehr gut finde. Also in solche Pötte sollte man nie mit dem Finger reingehen, weil da sind wirklich immer Bakterien dran. Deswegen mag ich natürlich lieber irgendwie so Sachen, die so tubenartig sind oder mit so einem Pumpspender ist natürlich optimal. Wenn es allerdings natürlich in so Döschen kommt, dann immer mit einem Spachtel rangehen. Und es sieht recht dunkel aus. Beim ersten Mal habe ich auch viel zu viel Produkt benutzt und war dann extrem dunkel und dachte schon, was? Nein, das kann nicht sein. Und ich habe einfach zu viel genommen. Also man muss da wirklich sehr, 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 sehr sparsam sein. Und dann gibt das so ein. Ja, so eine Gleichmäßigkeit, so eine Ebenheit. Es deckt schon sehr gut Rötungen und so Sachen ab. Es wirkt einfach ausgleichend. Und dadurch, dass es halt gleichzeitig eine Pflege ist, hat man da ja quasi auch zwei Produkte in einem. Und das ist so für mich das perfekte Produkt. Es ist halt keine Foundation, weil das will ich auch nicht. Aber es ist halt doch mehr als nur ein Puder, weil man sieht halt doch ein bisschen ebenmäßiger aus. Und dann gehe ich halt einfach nochmal mit Puder drüber, um halt den Glanz einfach wegzunehmen. Genau, das ist von Vila T. Und dann habe ich noch ein Produkt von Vila T, was ich allerdings zurzeit gerade nicht benutze. Das habe ich mir aber gleich mitbestellt mit der Tagescreme. Das ist dann für nach der Schwangerschaft. Und zwar ist das der Vila T Body Balance straffender Körperbalsam. Einfach. Ich habe ja wirklich sehr starke Zellulite bekommen jetzt in der Schwangerschaft und ich will einfach auf drei Wegen nach der Schwangerschaft da wieder dagegen wirken. Zum einen die Ernährung, zum anderen der Sport und dann auch mit so einer Creme. Da probiere ich jetzt mal die aus mit hautstraffenden Wirkstoffen aus Mikroalgen, Acker, Schachtelhalm, Efeu und Ginkgo-Extrakt. Ich
Ich mache die jetzt nicht auf, um euch das zu zeigen, weil das Schöne ist, da ist so ein Frische-Siegel dran. Und die soll auch bei Schwangerschaftsstreifen helfen, die ich ja auch habe. Und da bin ich dann sehr gespannt, wenn ich das benutzen kann. Und da werde ich euch garantiert dann nochmal in einem Vlog oder so darüber berichten, ob das bei mir funktioniert hat. Dann können wir jetzt zu den Haaren kommen. Und zwar in meinem letzten Video, wo ich da meine aktuellen Pflegeprodukte vorgestellt hatte, euch ein Naturkosmetik-Haarshampoo gezeigt, aber nur ein ganz normales. Aber ich brauche immer mal wieder ein Shampoo gegen Schuppen, weil ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Schuppen habe. Und ich habe vieles ausprobiert und bin immer wieder bei Head & Shoulders gelandet, weil das das Einzige war, was bei mir auch wirklich funktioniert hat. Head & Shoulders ist ja nun aber wirklich sehr, sehr aggressiv. Ich bekomme da dann auch juckende Kopfhaut von. Das war alles nicht so ideal. Und da bin ich jetzt überraschenderweise auf dieses Produkt hier gestoßen. Von Isana Med ist das. Das ist die Rossmann Eigenmarke. Da benutze ich auch immer die Reinigungstücher von Isana Med schon seit Jahren. Das ist jetzt das Anti-Schuppen-Shampoo, pH hautneutral, silikonfrei, seifen- und alkalifrei für empfindliche Kopfhaut. Und das ist mega, mega gut. Also jeder, der halt auch weg möchte von diesem Head & Shoulders, dem kann ich das echt sehr ans Herz legen. Es ist richtig gut. Es hilft gegen die Schuppen ungemein gut. Man hat keine trockene Kopfhaut danach. Also es ist richtig, richtig toll. Und was ich noch benutze, ist dieses Trockenshampoo hier. Das ist jetzt kein Naturkosmetikprodukt. Und zwar ist das von Batiste. Das bekommt man auch bei Rossmann auf jeden Fall. Aber man bekommt es auch bei Douglas. Und ich habe jetzt hier dieses Fruity and Cheeky Cherry. Da gibt es aber noch ganz verschiedene andere Duftrichtungen. Ich habe auch noch so eine Reisegröße davon. Hier sind jetzt 200 Milliliter drin. Und bei Trockenshampoo ist es bei mir auch so. Ich habe schon vieles ausprobiert. Und nichts hat so richtig funktioniert. Oder ich war dann doch unzufrieden, weil mir verschiedene Aspekte nicht gefallen haben. Zum Beispiel hatte ich mal ein Trockenshampoo. Da musste man dann wirklich ganz extrem nochmal mit einem Handtuch rubbeln und am besten nochmal mit einem Föhn ausblasen und hatte dann trotzdem noch die weißen Rückstände im Haar. Und hier ist es halt so gar nicht. Also man sprüht es halt ein, wie man das so kennt, ne? Lässt ein paar Minuten einwirken und kann dann mit der Bürste durchgehen, ohne irgendwie ewig lang bürsten zu müssen. Und hat keine Rückstände drin, ist richtig gut. Und ich hatte heute Morgen wirklich sehr fettiges, strähniges Haar, habe das heute Morgen gemacht. Es ist jetzt später Nachmittag und ich finde, es sieht immer noch gut aus. Also wirklich richtig, richtig gut, weil auch durch die Hormonumstellung jetzt in der Schwangerschaft müsste ich theoretisch jeden Tag Haare waschen. Da habe ich A, keine Lust zu, B, keine Zeit zu und C, ist es auch nicht gut für die Haare. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich von Batiste dieses Trockenshampoo entdeckt habe. Und das wird es jetzt immer bei mir zu Hause geben. Ich werde nicht nochmal irgendwas anderes ausprobieren. Vor allen Dingen riecht es halt auch sehr, 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 sehr lecker. Und als letztes habe ich noch drei Badezusätze, die ich euch zeigen möchte. Also ich bin eigentlich gar nicht so der Freund von Schaumbädern, Vollbädern. Ich mag es einfach gar nicht so sehr. Also Manu kann anderthalb Stunden, zwei Stunden in der Badewanne liegen. Bei mir ist dann so nach 15, 20 Minuten maximal eine halbe Stunde. Das ist dann auch gut. Aber jetzt so in der Schwangerschaft bade ich öfter und lieber und länger. Und da habe ich von CD drei Entspannungsbäder, die ich euch zeigen möchte. Oder drei Bäder, sind nicht alles Entspannungsbäder. Und CD, das ist ja gegen Tierversuche, das ist auch vegan. Und das ist jetzt hier zum Beispiel mal heimische Wiesen. So sieht das aus. Mit Hagebutte, Mohn und Kornblume. CD kenne ich, weil ich seit Jahren von CD den Deo-Roller benutze. Und auch seit ich den gefunden habe, nichts anderes mehr. Dann habe ich noch heimische Gärten. Das ist ein Energiebad. Das ist auch wirklich sehr, 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 sehr schön. Weil es so ein bisschen was Vitalisierendes hat. Das ist mit Quitte, Holunder und Melisse. Und ich liebe Melisse so als Geruch. Ich mag das auch sehr im Duschbad zum Beispiel. Und dann hat man noch heimische Wälder. Das ist ein Vitalbad mit Fichte, Wacholder und Waldbeeren. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich versuche, soweit es geht, euch alle Produkte unten in der Infobox zu verlinken. Nicht alles bekommt man in der Drogerie. Einiges muss man halt doch bestellen. Aber das ist mir dann doch wert, wenn ich weiß, es ist im besten Fall ein Naturkosmetikprodukt. Da achte ich ja schon drauf, dass die Produkte, die direkt an meine Haut kommt, wirklich fast ausschließlich Naturkosmetikprodukte sind.
Einfach weil ich in den Jahren festgestellt habe, dass das meine Haut besser bekommt, dass ich dadurch weniger Unreinheiten, Pickel habe, Rötungen habe. Und wie gesagt, schaut bei BeautyMom88 vorbei. Die hat ihr Video jetzt auch hochgeladen. Kanal ist in der Infobox verlinkt. Ich würde mich auch über ein Abo von euch freuen und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!